Sportfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von The Journey. Der zweiten sozusagen, genauer gesagt. Ja, die zweite Folge, wir haben den Sichtungslehrgang abgeschlossen mit Excellent. Erster Rang. Ja, der erste Rang steht jetzt da, letzte Folge war ja noch dritter Rang. Ich habe die Folge jetzt schon mal aufgenommen, aber da hat meine Elgato rumgesponnen. Und ich habe es zu spät gemerkt, deswegen habe ich es komplett nochmal neu gespielt. Und nochmal von Anfang an, aber trotzdem, es bleibt alles gleich. Ja, aber ich habe alles gleich gemacht, wie im ersten Durchlauf. Aber jetzt starten wir rein. Auf geht's. It's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. A player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? You draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Mr. Taylor, good to see you. But you can call me Michael, all right? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. So, wir dürfen uns auswählen, bei welcher Mannschaft unterschreiben. Wir haben alle 18 Mannschaften der Premier League. Ja, aber bevor ich es mache, schaue ich jetzt nochmal ganz kurz, ob die Aufnahme wirklich so gut geklappt hat oder nicht. Also, bis gleich. Okay, sollte alles laufen. Ja, ich habe ja in letzter Folge schon gefragt, ob wir Tottenham Hotspurs nehmen. Da war die Abstimmung, was ich in der Infocard gemacht habe, 50-50. Hat auch keiner was in die Kommentare geschrieben. Und deswegen nehmen wir Tottenham Hotspurs. Aber jetzt schauen wir noch ein paar mehr Infos an. Some of the best British players from the last 30 years have lit up White Hart Lane. Lineker, Bale, Kane. It's a great place to develop your talents, but you'll find there's plenty of competition for starting places. Manager Maurizio Pochettino's a big fan of young players like you, so you'd have a real chance to make an impression. Ja, wie ihr gehört habt, wir haben eine gute Chance, wir können rauskommen wie Bale oder Kane. Also unterschreiben wir dort. In the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalize the paperwork. You deserve this, Alex. Proudest day of my life. You signing me my old club. Hunter's a bat, Grandad. It's even better, young man. It seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way! That's just brilliant! Aber wirklich, brillant. Wir können weitermachen. Ab nach London. Ab nach Tottenham Hotspurs. Also, weiter!
geht's. Aber erstmal defensives Training. Walker. In you go. Gaffer? Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. Can't wait to get started, Mr. Butler. 1000%. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. Okay, wir kommen nicht wieder ins Powerband. Schon okay. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. Los geht's. Right, as you're all aware, we've got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? We're ready when you are, hombres. Children. Yeah, let's teach them a lesson. It's a Spanish, yeah? Come on. ¿Cómo estás? Training. Alex. Alex, Attribute entwickeln sich durch deine Spielweise und deine Trainingsleistungen. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald Alex Gesamtwertung steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spielereigenschaften freischalten. Who's ready to do a little work today? Come on then, let's get to it. Wir fangen nicht nur an, wir legen sogar los. Habt ihr nicht gesehen, dass Harry Kane gerade in der Auswechselmannschaft Auswechselspieler ist? Cool, ne? Verteidigungsgrundlagen brauchen wir eigentlich als Stürmer nicht so, aber trotzdem. Los geht's. So, 3, 2, 1, go! So, die sollten wir auch haben, komm. Zack. Zack, haben wir auch. Den haben wir auch. Den sollten wir auch haben, komm. Zack. Wunderschöne Grätsche. Aber erstmal Toro verletzen. Komm schon, verletzen wir ihn mal. Oh. Was mache ich denn da? Zack, haben wir trotzdem. Im ersten Versuch. Okay, ist auch nur der Bronze-Einheit. Ist das jetzt Silber? Das ist die Frage. Tour, Tempo, Dribbling. Ein bisschen Tempo, Dribbling. Ein bisschen Tempo, Dribbling. Sollten wir aber auch easy hinbekommen. Ups. Erstmal kurz hinter Toro. So, sollte funktionieren. Auch wieder im ersten Versuch.
Auch wieder im ersten Versuch. Auch wenn ich das Tor getroffen habe, war trotzdem exzellent. Der Leistung. Ja, wir haben es richtig gut abgeschnitten. Richtig nice. Alles A. Das ist doch gut. Sonst kommt nichts? Okay, dann machen wir weiter. Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro. Let's not be. And remember, if you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch. Especially if you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. Ein bisschen duschen. Wir sind wieder im Zimmer. Und gehen einfach mal direkt weiter. Ja, wir gehen einfach direkt weiter. Oder auch nicht. Wir machen erstmal unsere Skillpunkte. Natürlich. Erstmal die 15 Skills rausholen. Und dann vielleicht noch was anderes. Was gibt's denn noch so? Was kann man denn noch so reinhauen? Tempo. Schießen. Bringt alles ein Skillpunkt. Okay, was brauchen wir denn eigentlich? Außenrisspass. Ja, ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, was man so brauchen könnte noch. Ja. Was wirklich wichtig ist, Ballkontrolle ist eigentlich auch noch wichtig. Die nehmen wir auch nochmal mit. Und dann könnt ihr in der nächsten Folge nochmal was drunter schreiben. Wenn wir Skillpunkte holen, was ich so holen soll. Ja. Sonst passt es ja eigentlich. Aber trotzdem, wir gehen einfach mal weiter. Einige Tage später. Alex im Bett. Er wartet auf den Anruf. You know, it'll never ring if you keep staring. Any offers? Patience is a virtue. Give it time. It's America, Mom. Yeah, there'll be other tours. See? Watch Bob. Hey. Hi, Mr. Butler. Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Und? Well? Boom! Yes! You did it, son! You did it! Irgendwo über dem Atlantik. Privatjet von Tottenham. Harry Kane. What? Boys, what do you do with all your frequent flyer miles? Ignore the man. Only thing that matters is how we play on this tour. Yeah. Well, we better show him then, mate. To work it. Press a button, no fair. Erstmal gut gehen lassen. Okay. Wir sind in Seattle.
Schauen wir mal. Erstes Spiel oder nur Training erstmal? Schauen wir mal schnell nach. Weiter drücken. 3, 2, 1, go! Vorbereitungstour. Erstes Spiel gegen Paris Saint-Germain. Da starten wir jetzt rein. Auf geht's. Unsere Aufstellung ist sehr jung. Gallo ist Kapitän und ist unser Innenverteidiger. Mit dem wir das Training in der Defensive gemacht haben. Ja. Also wir spielen mit Hunter. Können wir in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mal mit dem Team sehen wollt. Das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Wir werden Auswechsel starten. Auf geht's. Okay. Erstmal im Tunnel stehen. Erstmal realisieren. Den Fokus auf das Spiel legen. Ruhig bleiben. Und rein geht's. Schöne Ballstaffetten. Jetzt wird's gefährlich, geht aufs Tor. Der Ball ist drin, 1-0. Clinton lässt sich hier feiern. Harry Kane nur auf der Bank. Warm machen ist angesagt. Eine Riesenmenge. 7,0. Wir müssen 10 Pässe spielen und wir müssen das Spiel gewinnen. Auf geht's. Sollten wir schaffen. Dieses Spiel zu gewinnen. Mindestens 10 Pässe zu machen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei dem. Ja. Ja, ja, ja. Toller Kopfball. 1. Erstes Tor. 2-0. So sollte es doch passen. Zack. Wunderschöne Flanke. Besser geht's nicht. Besser geht's einfach nicht. Erstmal schön feiern. Klatsch, klatsch. Weiter geht's. Weiter den Fokus aufs Spiel legen. Ah, okay. Okay. Schöner Walker! Schöner Walker gemacht. Haha. 3-0. Aber schöne Vorlage. Von mir hier. Zack. Und zack, haut er mit dem linken Fuß rein. Auch Debüttor von Gareth Walker. Könnte einer werden wie Gareth Bale. Bei Tottenham. Ha? Toll geholt. Aber Gareth Walker ist nicht der Kopfballstärkste. Oh. Nochmal geholt. Die Flanke war nicht schlecht. Eieieiei. Ha? Gareth Walker? Aber die Flanke war nicht gut. Und es ist vorbei. Wir gewinnen mit 3-0 durch die Tore von G, Hunter und Walker. Die wusste ich, aber das andere wusste ich jetzt nicht auswendig. Clinton hieß er ja auf dem Trikot. Genau. Starke Leistung von uns. Anders bin ich es nicht gewohnt. Nur die Pässe, glaube ich, habe ich nicht hinbekommen. Doch, habe ich. Okay. Dann ist ja gut. Genau 10 Pässe habe ich gemacht. Richtig gut.
So, und ja. Alles nur positiv vom Trainer. Alles nur positiv. Das ist richtig gut. Okay, im nächsten Spiel geht's gegen Borussia Dortmund. Gegen Marco Reus. Das wird jetzt nice. In der nächsten Folge dann. Der Beat ist so geil. Spielbelohnung Startelf haben wir natürlich nicht. Aber wir haben ein Tor gemacht, also 400 Pounds für uns. Unser Marktwert steigt auch nochmal an. Richtig gut und richtig nice. Erster Sponsorendeal bei 200.000 voll. Wow. Und erstmal einen Schluck aufkriegen. Cool. Wir haben Torten voller gemacht. Richtig nice. Und erstmal weiter, komm. Ja, und wie schon angesprochen. Ja, es geht erst nächste Folge weiter mit dem Spiel gegen Borussia Dortmund in Vancouver. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Leute, lasst eine positive Wertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr nächste verpassen wollt. Schaut auf meinen Social Media Seiten vorbei, die sind unten in der Videobeschreibung. Und alles weitere findet ihr auch dort. Also haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!